willkommen. Produktvorstellung, das ist kein Darth Vader Lichtschwert, hat nichts mit Star Wars zu tun. Sondern das nennt sich Travo MTL 902, gibt es unter verschiedenen Bezeichnungen. Ich packe mal einen Link zu Amazon, wie üblich, in die Shownotes unten rein. Was macht man damit? Licht, offensichtlich. Und zwar ist das jetzt auf minimale Leistung. Ich gehe mal auf volle Leistung hoch, damit man ein bisschen Gefühl kriegt. Und hier ist jetzt drauf ein Farbgel, so halb, ungefähr halb CTO, also ein bisschen leicht wärmere Farbe. Und wenn man den abnimmt, ist nochmal eine ganze Ecke heller, weil der Dunkelglas blendet. Ist also wirklich so hell, dass es jetzt auch so bei Tageslicht wirklich blendet. Und da kann man wunderbar im Dunkeln mit arbeiten. Es hat knapp eine Stunde voller Leistung. Volle Leistung hält es knapp eine Stunde. Und es ist ein Akku drin, den kann man rausnehmen. Ein Sony-Akku. Das heißt, man kann sich einen zweiten Akku mitnehmen, wenn man das Gefühl hat, man braucht mehr als 2 Stunden Dauerlicht. Das kann halt interessant sein, wenn man sie zum Filmen nimmt. Ihr wisst das, ich bin sonst eher mit Blitzen unterwegs. Aber hin und wieder arbeite ich auch mal ganz gerne mit Dauerlicht. Und hier ist eine Stativschraube dran. Das heißt, ich kann das Ganze auf ein ganz normales Kamerastativ tun. Oder besser ist natürlich, man hat einen Assistenten dabei, wie ich, den Alexander. Und der Alexander kriegt natürlich, das Gute ist, er sieht, wo das Licht fällt. Das heißt, wenn in dem Fall Janine da irgendwo steht mit ihrem Schwert und Action macht und sich bewegt, sie hat sich die ganze Zeit bewegt. Und Alexander ist dann halt immer mitgegangen mit der Lampe. Und die Idee war, dass so eine Fackel nicht sehr hell ist. Also wirklich nicht. Ja, da waren wir sofort auch bei Blende 1.8, sofort auf ISO 6400 bei ein 50stel oder so. Und deswegen haben wir das Licht dazu genommen, um so ein bisschen Grundhelligkeit zu haben. Wir hatten mehrere Lampen dabei, haben aber im Wesentlichen damit gearbeitet. Weil wenn sie die Fackel in der Hand hat und ich dann noch das Licht dahinter packe, dann kommt das Licht aus derselben Richtung. Es ist mit diesem Farbding drauf auch so ein bisschen wärmlich, nicht ganz weiß. Das heißt, ihr seht das nachher gar nicht unbedingt, dass das ein zweites Licht ist. Wenn sie die Fackel in der Hand hat und ich mit dem Licht von hinten komme, dann habe ich halt ein schönes Rimlight. Wobei dann natürlich die Frage ist, warum ist da hinten Licht? Zum Beispiel, weil dann Feuer brennt oder warum auch immer. Ja. Also wir haben das quasi während den Dreharbeiten, muss ich was sagen, die ganze Zeit eigentlich angehabt. Mal heller, mal dunkler, mal dichter dran, verschiedene Richtungen und so weiter. Und man sieht das, man kann damit zur Not auch noch rumblödeln und das halt eben doch als Lichtschwert nutzen. Aber also man kann damit nicht zuschlagen, das ist glaube ich Plastik oder so. Ist nicht furchtbar teuer. Verarbeitung ist sehr, sehr gut. Es gibt das Ganze auch, da kommt es her, als Original von Westcott, das Ice Light. Furchtbar teuer. Ich habe es nie in der Hand gehabt, ist wahrscheinlich sehr gut. Hätte ich gerne 2 Stück von. Also wenn jemand bei Westcott arbeitet, ich hätte gerne 2 davon. Und da ich es mir nicht leisten kann, nehme ich halt eine billige Variante, wie üblich. Und bislang bin ich da sehr zufrieden mit. Wie gesagt, es ist ein Akku drin, kann ich rausnehmen. Es ist hier ein Ladegerät, Anschluss quasi für ein Stromkabel. Und eben eine Stunde dauert bei voller Leistung. Ja, ich glaube, ich laber schon wieder. Es gibt nicht mehr zu sagen. Es ist eine Lampe, sie leuchtet, sie hat einen Dimmer. Mehr gibt es dazu wirklich nicht zu sagen. Sehr empfehlenswert, wirklich sehr empfehlenswert für Leute, die gerne bei Dauerlicht arbeiten, wenn es ein bisschen dunkler ist und die trotzdem Licht haben wollen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.